da rein. Wir müssen aufpassen. Bis jetzt hat er noch keine schmutzigen Tricks ausgepackt. Aber ich wette, die kommen noch. So. Der hat nur noch die Hälfte. Verdammt. Okay, dann koste hiervon. Ultimative Power. Oh nein. Was? Ich habe eine Frage. Hau raus. Was für eine Frage hast du? Ich kann auch auf Stacheln jetzt hüpfen. Haha. Hau die Frage raus, die du hast. Ich werde sie versuchen zu beantworten. So, transparenter Arsch werde ich mir gleich besorgen. Nur mal so als Info. Warte mal, ich lese mir gleich durch. Ich denke mal, ich hau mir ein richtiges Bratei rein. Du bist in einem Raum. Mit nichts drin außer Spiegeln. Am Dach, am Boden und so weiter. Wie viel Mal siehst du dich? Gar nicht. Weil in dem Raum kein Licht ist. Und du brauchst ja Licht. Wenn nur überall Spiegel sind und kein Licht, dann siehst du dich null mal. So. Kannte den Joke schon. Da musst du schon ein bisschen früher ausstehen. Mist. Wer ist jetzt der Blöde von uns beiden? Okay, genug gelacht. So witzige Sau nicht. Mist. Genau das denkst du dir auch gerade. Ah, das passt ja. Du. Okay, vielleicht etwas anderes. Ja, versuch auch mal was anderes. Oh Gott, ey. Das passt gerade so perfekt aufeinander. Du bist auch so ein kleiner Eierkopf, oder? Sorry. Das passt gerade zu viel. Das hier ist echtes Comedy Gold. Wie wär's damit? Damit kann ich schon mehr anfangen. Es ist so witzig. Naja. So. Genug gelacht. Du bist immer noch gut drauf. Ups, die Attacke ging daneben. Mein transparenter Arsch ist besser als dein Zauberstab. Und der eiskalte Kerl regeneriert sich. So. Nimm die. Fächerohrfeigen. Das war nicht sehr effektiv. Ey! So haben wir nicht gerechnet. Das war nicht tief. Was? Das war nicht tief? Haha. Transparenter Arsch. So. So. Und das war's mit dir, mein Freund. Geh mal in den Raum mit den Spiegeln. Da siehst du, was du bekommst. Nämlich gar nichts. Keine Spiegelung. Mist, Mist. Glaub ja nicht, du hättest gewonnen, Mario. Ich schwöre, das nächste Mal bist du sowas von dran. Ich herrsche der Rasselbande. Ciao. Huch. Nachdem du den Kerl geschlagen hast, der die Cooper-Brüder geschlagen hast, heißt das, dass du die Cooper-Brüder geschlagen hast? Nein, du hast ihn geschlagen, er hat sie geschlagen, aber du hast eigentlich keinen Finger krumm gemacht, um... Kopfschmerzen. Okay, gut. Ich werfe mir jetzt einen Ratiofarm ein und du gehst einfach durch mich durch, ja? König Bowser wird dich sowieso den Arsch versohlen. Dann werden wir ja sehen. Wir nähern uns Bowser.
scary. Leute, wir sind hier jetzt im Finale. So gut wie. Wir haben ein KP. Hört ihr diese Mucke? Sie gefällt mir. Sie hat etwas Düsteres an sich. Komm raus, du! Mario! Hier sind nur Kleiner drinne. Bitte nicht. Wir sind nur Kleiner drin. Oh! Mario? Ja, heil mich mal. Ich muss mich mal ausruhen. So. Ein Mädchen hat heute in unserer Klasse den PC benutzt und das Bild wurde. Was? Und das Bild wurde an die Wandtafel gesendet. Jeder hat zugeschaut. Ich habe den nächsten. Ich habe den Mädchen gesagt, es soll Porn eingeben. Sie wusste nicht, was das heißt. Ja. Wie? Als ob! Wie alt war das Mädchen? Und was ist das für eine Wandtafel? So eine elektronische? Ei. Na klar, vielleicht wollte sie ja Popcorn eingeben, ey. 12. Oh. Gut. Ja, mit dem Beamer. Ah, ja gut. Das gibt's auch. Du bist schon ein Schlingel, du. Oh, ich will am 64. Quiz teilnehmen. Bullshit, schon abgebaut. Die gehen sicherlich zu Paper Mario 2 und bauen dort die Quizshow auf. Ganz sicher. Digga, ich bin nur ein Jahr älter. Alter. Digga, Alter. Alter, Digga, ich schwör. Oh. Der Typ ist 13 Jahre alt. Oh. Naja. Mit dem Beamer, ey, das ist ja krass. Ja, toll, ey. Bei mir haben wir Typen, meine besten Kumpels haben sich mal in meinem Account, wir hatten alle eigentlich dieselben Passwörter, eigentlich war das so sinnfrei, Accounts für Benutzer zu erstellen. Und da haben die einfach einen Ordner erstellt, wo sie einfach Porno hingeschrieben haben, den Ordner Porno genannt und dann Bilder davon rein. Du hast natürlich über den Schuhserver halt nichts gefunden, ne, weil der war ja gesperrt für solche Begriffe. Eigentlich hätte er auch nichts anzeigen können, auch bei dir an der Schule. Und ja. Die hatten da nichts in den Ordner drin, außer. Was haben sie reingetan damals? Kühe. Die haben Kühe reingemacht. Kuhäuter. So pervers. Nee, Spaß, lol. Das war ich. Ja, klar. Krasser Dude, krasser Dude. Nero behauptet ja felsenfest, dass er noch nie Pornos geschaut hat. Klar. Oh, Finale. Oh nein, ich hab Buhu ausgewählt. Okay, keine Panik. Oh, Mario. Oh, nee. Oh Mario, Hilfe! Oh nein! Jetzt gibt's Fesselspiele! Wenn das nicht mein alter Kumpel Mario ist! Ich habe auf dich gewartet! Ich bin erstaunt, dass du so weit gekommen bist! Wie schön für dich! Du hast schon viel zu lange für Unruhe gesorgt, kleiner Mann! Es wird eine Freude sein, dich eigenhändig zu zerquetschen. Zum zweiten Mal. Mario! Er hat ein Sextape aufgenommen. Lösch es! Was? Na, du kannst mich nicht besiegen und dieses Tape nicht löschen. Ich bin unbesiegbar und ein Meister der Fesselspiele. Alter, das lass ich jetzt nicht auf meinen Hintern sitzen. Nicht auf meinen Transparenten. Gut, Mario. Lass uns noch einen Blick auf deine sogenannten Kräfte werfen.
Erstmal wechseln wir das Mitglied. Ich stell mir gerade vor, wie Bowser Peach. Bang, bang, baggity bang. Ich sag nur bang, bang, baggity bang. Bang, bang, bang. So, so viel dazu. 50 Leben hat der Dude. Weniger als der Eierkopf. Das nennst du Finale. Na gut. Ich hoffe, du hast... Oh, die Giftklaue. Gift-Hieb. Ah. So. Komm, Sprung. Drehung. Zack. Gut gemacht. Alter, wir machen Bowser fertig. Also gut, genug jetzt. Werde Zeuge der Kraft dieses Sternstabs. Funke, Funke, kleiner Stern, Bowser wünscht sich Unsterblichkeit. Alter, bist du Zamasu oder was? Selbst den konnte Trunks noch in zwei Hälften teilen. Ja, Billy. Wie heißt das Lied? Ich glaube, bäh, 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 bäh. Bang, bang. Nicht bäh, bang. Bang, bang, bang. Ohne Hä. Wie Big Bang. So. Sternstrahl. Was zum... Ah, das... Was in aller Welt war das? Verarscht. Was ist denn jetzt mit diesem dämlichen Sternstab los? Tja, Big Bang Theory. Du billiger kleiner Feigling, du! Den Kampf fängt gerade erst an! Genau, regenerier mal 20 KP von dir! So, entgiftet! Weißt du was? Spür meinen Hammer in dir! Das war nicht so effektiv wie der Sprung. So. Autsch! Nein, Bombett! Wie konntest du nur? So. Ah, klar. Wünsche doch Unsterblichkeit. Ist gar nicht Lamer-Taktik. Ah. Unbesiegbarkeit. Red mal mit Saitama. Der wird dir was erzählen davon, dass er jeden mit einem Punch wegschlägt. Ja, wenn du das nicht so geil. Bowser, wird doch langweilig ohne Mario. So. Gut abgewehrt, Mario. 1A Parade von dir. Autsch. Das hat wehgetan. Ich meine, der grillt uns. Hey Batman, willst du einen Witz hören? Ja, klopf, klopf, wer ist da? Nicht deine Eltern. Oh, der war scheiße. Oh, es wird knapp. Aber nicht für uns. Und hops, und hops. Bowser ist K.O. So. Ich bin der Beste. Ich habe Bowser geschlagen. So. Ah. Wow, du bist nicht schlecht. Wie bist du so stark geworden? Aber trotzdem bin ich, bist du und bleibst du eine kleine Nervensäge. Ich habe mich gerade erst aufgewärmt. Nein, lass mich in Frieden. Finger weg davon. Das ist die Stelle, wo mich nur Mario. Hilf mir. Bitte was? Wo hast du sie betatscht? Du Flegel, lass meine Bitch in Ruhe. Wenn du Prinzessin Peach retten willst, folgst du mir besser. Tschüss. Wir gehen. Soll sich doch Luigi um die Scheiße kümmern. Ich bin raus.